Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 8, Mitteilungen des Stadtamtes. Da haben wir ausgelegt für alle mal ein aktueller Sachstandsbericht, wie sieht denn die jetzige Nutzung unseres Thorwerderhauses durch Durlacher Selbst e.V. aus. Und ich denke, das ist schon recht beeindruckend. Diese ganzen Kurse, muss ich jetzt auch, darf ich das in öffentlicher Sitzung mal sagen, der Frau Bormet ein herzliches Dank aussprechen, die das alles organisiert und managt, sag mal nebenher. Und das ist schon sehr, sehr toll. Hinsichtlich Übernahme der Kosten für die Vereine, die ablehnende Nachricht des Kulturamtes ist auch beigelegt. Da müssen wir uns vielleicht bei Gelegenheit auch noch mal mit der EIGE zusammensetzen, was man damit macht.